Hallo Freunde, ein neuer Tag steht an. Guten Morgen. Willkommen zurück auf der Hof Bergmann. Ja, mal schauen, was das anliegt. Die Kuhweide braucht Wasser. Das fangen wir doch schon mit an. Nummer 1. Elf Tiere sind immer noch nicht so weit. Die Hühner sind glücklich. Das ist ja gut, da sind wir auch glücklich. Unsere Felder sind grün. Missionen wäre einiges, das ist schön. Was haben wir denn? Frühen Frühling. Wir haben 3 Grad, wir können düngen, das ist gut. Das heißt, wir kurz die Eier machen. Das ist ein voller. Ein voller Karton. So. Dann nehmen wir das Ding hier. Ich glaube, wir gucken, ob noch Weinfässer sortieren muss. Weiß nicht, ob die auch gern mit dem Nichtregal liegen. Hier soll es auch Licht geben. Weinfässer. Ich habe das Gerücht gehört, es soll, also man arbeitet an einer neuen Version von der Map und sehr wahrscheinlich ist ein neuer Spielstand erforderlich. Das ist ärgerlich. Eigentlich habe ich so viel erarbeitet, dass jetzt langsam die Kühe Milch geben. Und wir von vorne, ich werde versuchen, so viel wie möglich zu übernehmen. Also ich weiß noch nicht, wie das mit den Tieren funktioniert. Bin aber auch mal gespannt, was es Neues geben wird. Ich finde die Spielerei nicht schlecht. Es ist witzig, Wein zu machen, es ist witzig, Honig zu machen. Aber auf Dauer kommt da nicht viel bei rum. So, da gibt's Brot. Aber auch das ist einfach nur viel Arbeit, die mal einen Winter Spaß macht. Ob es einen zweiten Winter auch noch Spaß macht, weiß ich nicht. Oder ob man nicht einfach das Mehl verkauft. Es hätte vielleicht gereicht, wenn man die Zutaten für den Teig hier reinschmeißt und hin die Brote rauskommen.
Wie gesagt, es ist mal spaßig, aber auf Dauer kann es langweilig werden. Ist meine Meinung. Also es könnt gerne in Kommentaren eure Meinung bekannt geben, wenn ihr anderer Meinung seid. Die zwei auch noch da rein. Nicht. Ja, das gibt es auch, dass ab und zu mal was verloren geht. Ist irgendwo unter den Ofen gerutscht, wo man nicht wieder drankommt. Und dann gibt es irgendwann Fehler. Gut, jetzt brauchen wir Hackschnitzel. Den machen wir flach und dann gucken wir, was wir da reinkriegen da unten. Ja. Dann heizen wir den Ofen mal an. So, das haben wir. Dann ich habe noch einen Traktor bei der Mühle stehen. Ich glaube, das verkaufen wir. Wir haben so viel Mehl, da ist auch noch genug drin. Aber das Mehl verkaufen wir so. Da haben wir Mehl, Roggenmehl. Die Familien. Geis, Ritter, Lehmann, Müller. Mal gucken, welche wir antreffen. Die, die wir zuerst antreffen, bekommen wir ganz normal. Es ruckelt heute wieder. Tut mir leid, da kann ich leider nicht dran ändern. Habe den Rechner nicht kurz vorher erst angemacht. Der muss er sich aus dem ersten erfinden. Möglicherweise, vielleicht hätte ich auch einfach eine Runde fahren sollen auf der Map, damit der Speicher füllt. Das war der typische Bogen für Felsbrunnen. Es ist eine umgebaute Felsbrunnenkarte. Aber schön gemacht, sehr detailliert. Es macht Spaß drauf zu spielen. So, in dem Fall mache ich die Tour selber, weil die Familien habe ich nicht im Autodrive eingeplant, eingefahren. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Familie in welchem Haus wohnt.
So, jetzt vorsichtig. Hier links steht der Blitze. So, jetzt bleiben wir stehen. Und schauen mal, wer da wohnt. Ritter und Feißler. Der Ritter sieht da gut aus. Das wisst ihr, wo Ritter und wo Feißler ist. Hier steht noch ein Hänger für die Birnen, für die Birnenverkauf. Die muss ich auch noch mitbringen. So. Problem ist, ich musste jetzt schleppen. Da geht's woanders hin. Ist es jetzt beides hier oder ist es nur Feißler? Da steht nichts in der Klingel. Es rauscht. Ach, man lässt das da reinfallen. 234. Keine Ahnung, ob das Rötter oder Feißler war. Zeige ich mir den Preis was an? Jo. Man kann es nicht drauflegen, man muss es halten. War schön, wenn der sehr kleiner wird. Es ist eine ganz schöne Lauferei. Jetzt bei der Bäckerei mehr. Hofladen, Dorfladen, Bäckerei ganz da unten. Ja, fall doch. Schauen wir, was wir jetzt mit denen kriegen. Zweihundertvierunddreißig. Mal schauen, ob der Nachbar mehr zahlt. Aber da ist immer nur eine Kiste. Woher weiß ich jetzt, für wen ich zahle? Also für wen wer da bezahlt? Kriege jetzt 5 Euro mehr. Dann ziehe ich doch einen weiter. Sogar 7 Euro mehr.
mal durch die Rabatten durch. Ein schönes Titelbild machen noch für das Video. Ne? Warum kann ich jetzt nicht ganz drehen? Das ist Familie Müller. Das ist nur Familie Müller hier. Na komm. Macht sich spannend. Kommt der Pickard überhaupt nicht hier rein? Handkarren gibt's nicht. So will ich Sack für Sack hier reintragen. Das geht auf die Kondition. Das ist gut. Das ist also bessere Training gibt's ja nicht. Problem ist nur, wenn ein Sack über dem Rasen platzt, können wir nur sagen, ich habe gekalkt. Wisst ihr was? Ich gehe zwischendurch mal Birnen verkaufen zur Abwechslung. Ja, die haben schon auf da drüben. Der Wagen von der Straße kommt hier. Sonst gibt's noch Knöllchen. Das reicht nicht. Ja, heute ruckelt es etwas, heute ist etwas schwieriger wieder. So, was verkauft. Mache ich den bis vorne bis zur Ecke, dann auch mit Autodrive zahle ich hier Knöllchen. Der ist trotzdem zu schnell. Und das müsste dieser graue hier rechts sein. So. Dann schicken wir dich wieder zum Wiesenhain. Oh, Obsthain, Entschuldigung. Der mich jetzt auch blitzt, nicht? Ne? Wegen zu schnellem Laufen.
So, Freunde, wir sind auch schon am Ende dieser kleinen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, Kommentar, Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich kaufe jetzt weiter das Mehl hier. Dann so wie das aussieht, dauert das bei mir etwas länger. Also bis dann.